Physik, Chemie und Bio. Wir begleiten ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr. Neu im Kino, der Film Mein Ende, dein Anfang, bewegt mit Liebe, Tod und Trauer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover am Donnerstag. Den Schauspieler Tom Vlaschia kennen viele aus der Serie Game of Thrones. Auch in der neuen Serienverfilmung des Buch- und Filmklassikers Das Boot ist er zu sehen. In dieser Woche war der Schauspieler in Wennigsen zu Gast. Grund dafür war die neue Veranstaltungsreihe Herbstlese im Kahlenberger Land. Wir waren dabei und haben uns mit dem Schauspieler unterhalten. Viele kennen ihn als den gesichtslosen Killer aus der erfolgreichen Fantasy-Serie Game of Thrones. Daneben spielt Schauspieler Tom Vlaschia auch in der neuen deutschsprachigen Serie Das Boot, Krabat und der US-Produktion Tom Clancy's Jack Ryan mit. Angefangen hat sein Weg allerdings sehr traditionell. Also ich habe ja in dem Sinne wirklich den Beruf sehr klassisch gelernt. Also war auf einer Schauspielschule, war dann die ersten 5, 6 Jahre fest am Theater. Das war eigentlich eine sehr wichtige Zeit für mich, weil ich mich da erstmal so ein bisschen freigespielt habe. Weil wenn man frisch von der Schauspielschule kommt, dann hat man so viele Sachen beigebracht gekriegt, dass man am Anfang überhaupt nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Und dann bin ich da halt wirklich in meinem ersten Theaterengagement so ins kalte Wasser geworfen worden. Also ich würde schon sagen, dass die Theaterzeit meine prägendste Zeit war. Neben dem Theater war aber auch die Zeit am Set von Game of Thrones sehr prägend für den in der Nähe von Dresden geborenen Schauspieler. Das war ja wirklich eine einmalige Gelegenheit, da mitzuspielen. Und das hat für mich als Schauspieler war das auch extrem wichtig, weil durch so ein Projekt wird man halt wirklich sehr bekannt. Und das ist natürlich auch gut für zukünftige Arbeiten. In 2 von insgesamt 8 Staffeln ist er zu sehen. Dabei waren die Dreharbeiten an den verschiedenen Orten nicht immer leicht. Das Schwierigste war wirklich, dass es eine sehr aufwendige Produktion ist und dass da extrem langsam gedreht wurde. Also dass man wirklich so 90% der Zeit rumgesessen hat und gewartet hat. Das ist ja beim Drehen sowieso immer extrem und da war es nochmal ein bisschen extremer. Also das muss man schon lernen auszuhalten. Im Saal Pinkenburg in Wennigsen erzählt der Schauspieler allen Interessierten genaueres von seiner Arbeit. Im Rahmen des neuen Projekts Herbstlese im Kahlenberger Land lesen hier verschiedene Gäste aus ihren Lieblingsbüchern vor. Anschließend können Fragen rund um die Bücher oder Näheres zur Person gestellt werden. Auch wenn er viele Drehbücher liest, Zeit für die ein oder andere Geschichte findet Tom Vlaschia am Set immer. Und was ist das Lieblingsbuch? Nein, ein direktes Lieblingsbuch habe ich jetzt nicht. Also ich fange oft Bücher an, die ich dann auch weglege, weil sie mich nicht interessieren. Und ab und zu ist dann mal eins dabei, was toll ist. Also heute Abend lese ich aus 2 Büchern, die mir sehr gut gefallen. Das eine ist von Jakob Hein, heißt Kaltes Wasser. Und das andere von Alexander Osang, Comeback. Welches Drehbuch er aktuell liest, verrät er nicht. Es bleibt also abzuwarten, in welchen Rollen wir ihn in Zukunft sehen werden. Belit Onay hat vor dem Rat der Stadt seinen Amtseid abgelegt. Das und weitere aktuelle Nachrichten jetzt im Überblick. Erste Ratssitzung mit neuem Oberbürgermeister. Belit Onay legt am heutigen Donnerstag, den 28. November, seinen Amtseid vor dem Rat der Stadt Hannover ab. Die Zeremonie findet knapp eine Woche nach Amtseinführung und 2,5 Wochen nach der Wahl zum Oberbürgermeister statt. Belit Onay wird durch Bürgermeister Thomas Herrmann vereidigt. Die Ratssitzung trifft auf besonders hohes Medieninteresse. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, ich will jetzt mal eingangs sagen, schön wieder hier zu sein. In seiner Antrittsrede verspricht Onay, sich um das Vertrauen aller Bürgerinnen und Bürger zu bemühen. Er wolle in Wohnungsbau, Schulen und den öffentlichen Nahverkehr investieren. Mit den Fraktionen des Rates wünscht er sich eine gute Zusammenarbeit. Der neue Oberbürgermeister bekommt viel Applaus, auch aus den Reihen der Opposition. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur hat gestern den Wissenschaftspreis Niedersachsen 2019 vergeben. Im Vortragssaal des Landesmuseums Hannover würdigte Björn Tümmler die geehrten Preisträgerinnen und Preisträger, die alle an niedersächsischen Hochschulen tätig sind.
Dieser Preis ist wichtig, weil er einmal ausdrückt, dass Niedersachsen Forschung, Entwicklung und Lehre zusammengehören. Der Preis ist mit 109.000 Euro dotiert und damit ist er durchaus unter den Wissenschaftspreisen ein renommierter Preis, der auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtig ist, weil er auch nochmal deren Renommee sozusagen hebt. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis in der Kategorie Universitäten ging an Hendrik Moritzen, Professor für Umweltwissenschaften an der Uni Oldenburg. In der gleich hochdotierten Kategorie Fachhochschulen gewann der Physiker Arno Ruckelshausen von der Hochschule Osnabrück. Es ist eine sehr große Ehre. Ja. Ich finde das klasse. Ja. Auch für die viele Arbeit zur digitalen Transformation in der Landwirtschaft, aber auch viel Spaß. Und es ist aber gleichzeitig auch eine Würdigung von dem Team. Es ist eine Würdigung der Hochschule, dass also die Infrastruktur so ist, dass man also so neue Dinge anpacken kann und auch was bewegen kann. Also ich freue mich. Als Nachwuchswissenschaftler geehrt wurde Murat Sieves von der Georg-August-Universität Göttingen, ebenfalls ein Physiker. Weiterhin wurden Preise in der Kategorie Lehre und Studentinnen und Studenten vergeben. Am gestrigen Mittwoch machten Aktive der Umweltschutzvereinigung BUND und ihrer Jugendorganisation auf die Klimakrise aufmerksam. Eine Weltkugel symbolisiert die Verantwortung für den globalen Umweltschutz. Das Klimapaket der Bundesregierung, aber auch die Maßnahmen der Landesregierung seien viel zu lasch. Naja, wir haben ja gesehen, was die Bundesregierung produziert hat. Das war genau am Tag, als der letzte große Klimastreik war. Was dabei rauskam, war statt einem Klimapaket ein Klimapäckchen. Und auch die Entwürfe, die für Klimaschutzgesetze vorliegen, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, sind viel zu vage, viel zu unkonkret und reichen bei Weitem nicht aus, um die erforderlichen Ziele, nämlich 1,5 Grad Klimaerwärmung nicht zu überschreiten, umzusetzen. Mit der Aktion wollen die Umweltschützerinnen auf den weltweiten Klimastreik hinweisen, der morgen unter anderem in Hannovers City stattfindet. Das freiwillige soziale Jahr ist mittlerweile ziemlich bekannt. Gleiches gilt für das freiwillige ökologische Jahr. Beim freiwilligen wissenschaftlichen Jahr hingegen müssen viele Leute erstmal passen. Dabei wird es schon seit 8 Jahren angeboten, zumindest in Hannover. Wir haben eines der Projekte besucht. Polymergefäße, Drehzahlmesser, Vakuumierer. Seit September hantiert Miriam Walter täglich mit solchen Arbeitsgeräten. Nach ihrem Abi am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gerden hatte die 18-Jährige erst einmal genug von all der Theorie. Sie entschied sich für ein FWJ, ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr, am Institut für Mehrphasenprozesse. Hier lernt sie den Laboralltag kennen. Vieles dreht sich um Biomedizintechnik. Ich arbeite in der Arbeitsgruppe Biomaterialien und in dem Forschungsprojekt, wo das große Endziel ist, ein Implantat für die Rotatorenmanschette, das hier in der Schulter, herzustellen. Und wir machen hier die Grundlage und geben das dann weiter an die MHH und an die TU Braunschweig. Miriam erforscht im Rahmen des Projekts gradierte Implantate, mit welchen Materialien sich Sehnenverletzungen am besten behandeln lassen. Die Aufgaben dafür kommen von Betreuer Alexander Becker. Der Doktorand leitet das Projekt und Miriam ist schon mittendrin. Also hier neben uns ist die E-Spinning-Anlage. Und damit stellen wir diese Fasermatten her, die das Grundgerüst für das Implantat, für die Rotatorenmanschette sind. Und hier muss man erst eine Polymerlösung herstellen. Und wenn man sie dann angerührt hat, kann man sie in eine Spritze tun und die Spritze da oben einspannen. Und dann wird durch einen Schlauch das hier reingeführt. Und dann entsteht über die Hochspannung eine Faser, die sich dann auf dem Kollektor, der sich dreht, ablegt. Und mit der Zeit bildet sich dann eine ganze Fasermatte aus, die man dann rausnehmen kann. Junge Menschen für Forschung begeistern, sei es Quantenphysik, Werkstoffkunde oder Neurologie. Das Ziel des 2011 initiierten FWJ. Insgesamt haben es bereits 654 Abiturienten absolviert. Und nahezu alle würden es auch weiterempfehlen, ergab eine Befragung. Die Plätze haben sich inzwischen mehr als verdoppelt. Der Anteil der Jungen und Mädchen ist dabei überraschend ausgewogen. Ein Verdienst, zu dem auch Professor Birgit Glasmacher beigetragen hat. Ich habe schon immer Spaß, Menschen für ein Studium der Ingenieurwissenschaften zu begeistern und vor allen Dingen Mädchen. Also, dass sie das, ihr Potenzial erkennen, dass sie also einen Studiengang auch aufnehmen können. Und da bietet das FWJ natürlich ideale Voraussetzungen. Wir selber haben im Exzellenzcluster Rebirth mitgeforscht und deswegen von Anfang an von diesem FWJ gehört. Glasmacher koordiniert viel rund um das FWJ. Unter anderem schreibt sie praxisnahe Projekte aus, die für Abiturienten spannend sein könnten. Was sie mir erzählen, die jungen Leute, ist, was das Coole ist, dass man morgens gerne um 8, halb 8 hier auf der Matte steht. Um 5 kann man gehen und dann kann man abends machen, was man will.
feiern oder was auch immer. Und am nächsten Morgen kommt man gerne wieder. Man muss aber nicht den Abend über sich beschäftigen mit den Dingen und weiter lernen, ne? Oder was schreiben. Also sie haben dann Freizeit und das finden sie toll. Auch Miriam genießt die Vorzüge des Forscherlebens. Sie darf Vorlesungen besuchen und schon Prüfungen ablegen. Ein wenig umgewöhnen musste sie sich trotzdem. Also es ist nicht so, dass man im Unterricht sitzt und so halb aufpassen muss und dann viele Pausen hat, sondern halt schon, dass man hier sitzt und sich halt schon auch selber beschäftigen muss oder halt gucken kann, ob man was selber noch lernen kann und sehr selbstständig ist. Das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Sich selber zu organisieren, habe ich auch schon gelernt. Wir hatten parallel auch schon ein paar Projekte mit Oberstufenschülern und Schülerinnen und sind da ein bisschen durch eine harte Schule gegangen, sage ich jetzt mal. Das konnten wir dann auch im FWJ noch weiterentwickeln. Um abzuschätzen zu können, was kann wirklich ein Abiturient oder Abiturientin im Labor tun? Wie viel Anleitung brauchen die? Und wie selbstständig sind sie schon? Da überschätzen sich einige gerne. Die muss man dann so ein bisschen norden, also ein bisschen wieder runterkriegen. Andere sind sehr schüchtern und denken, sie können gar nichts und müssten erst eine Woche lesen, bevor sie was tun könnten. Also das muss man halt erkennen, wie die Menschen sind und dass man sie nach einer guten Einlernphase dann alleine laufen lassen kann. Doch die Mühe lohnt sich. Weil die FWJler sehr ordentlich arbeiten und viele Experimente übernehmen, kommen die Doktoranden schneller mit ihren Forschungsaufgaben voran. Und wir haben inzwischen schon mindestens 3 oder 4 ehemalige FWJlerinnen, die jetzt an der Leibniz-Universität Maschinenbau studieren und die bei uns im Institut weiterhin als Hiwis arbeiten. Also das ist einfach toll, weil ein FWJler, eine FWJlerin kann sofort im ersten Semester bei uns als Hiwi weitermachen, weil die sind so gut eingearbeitet. Das ist ein Geschenk. Und wir haben jetzt wieder unseren Kinotipp für Sie. Heute ist das der Film Mein Ende, dein Anfang. Das ist der erste Langfilm der jungen Münchner Regisseurin Mariko Minoguchi. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Liebe, die plötzlich und tragisch endet. Kritiker haben den Film schon als bewegendsten Streifen des Jahres eingestuft. Ob unsere Filmredaktion diese Meinung teilt, das sehen Sie jetzt. Ihr Leben lang zu kennen. Die Storyline in dem deutschen Drama Mein Ende, dein Anfang fackelt nicht lange. Hält Aaron doch noch eben einen Vortrag in der Uni über das Phänomen des Déjà-vus und dem Gefühl der Vorbestimmung, so wird er doch ein paar Minuten später bei einem Banküberfall als Geisel erschossen. Dadurch wird seine Freundin Nora völlig aus dem Leben gestoßen. Wirkte es doch so, als sei ihre Begegnung mit Aaron vom Schicksal vorbestimmt. Sie stürzt sich nun in gemeinsame Erinnerungen und scheint sich fast in ihrer Trauer zu verlieren. Da trifft sie wie zufällig immer wieder auf Nathan. Schicksal oder führen ihre eigenen Entscheidungen sie immer wieder zu ihm? Versetzt die ganze Welt für dich. Für dich. Immer für dich. Für immer und dich. Rede für dich, schweig für dich, ich gehe. Wird man zu Beginn des Films von dem doch recht pathetischen und dramatischen Ableben Aarons, inklusive Name-Dropping des Filmtitels, nicht gleich abgeschreckt, so zeigt der Film weiter, was er alles kann. Da hätten wir zunächst das herzzerreißende Spiel von Saskia Rosendahl, welche den Schmerz von Nora beeindruckend greifbar macht. Dazu kommt die nicht-lineare Erzählweise, die ihre tückische Wirkung erst mit der Zeit offenbart. Doch reicht das, um dem Film und dem Schicksal der drei etwas Magisches zuzuschreiben? Ich muss los. Okay. Mach's gut. Du auch. Du auch. Das Schicksal schlägt in Mein Ende, dein Anfang mit seiner ganzen Bitterkeit und Ironie zu. Und doch bewahrt sich die Geschichte ihrer Figuren als selbstständig handelnde Individuen. Das gibt dem Film seinen Realismus ein Stück weit zurück
und rettet so seine Glaubwürdigkeit. Auch überrascht er doch zuweil und zeigt, dass er nicht nach Schema F funktioniert. Mich hat die Geschichte voll und ganz ergriffen und mich emotional ordentlich durchgeschüttelt. Wer jedoch nicht mindestens ein bisschen ans Schicksal glaubt, für den könnte der pathetische Ton etwas zu viel sein. Das Schicksalsdrama Mein Ende, Dein Anfang. Ab dem 28. November im Kino. Wir haben noch einen Hinweis, der viele von Ihnen freuen dürfte. Am Samstag fahren Sie in Hannover kostenlos mit Bus und Bahn. Die Üstra testet an diesem Tag, wie viele Menschen aufs Auto verzichten, wenn die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln nichts kostet. Damit es nicht zu voll in Bussen und Bahnen wird, setzt die Üstra zusätzliche Fahrzeuge ein. Kritiker sind allerdings skeptisch. Sie plädieren für Testphasen, die länger als nur einen Tag andauern. Nichtsdestotrotz, vielleicht entscheiden Sie sich ja ganz gezielt für Bus und Bahn, um erste Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das war 0511 am Donnerstag. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.